Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Berg hat gekreist, ein Mäuslein ist geboren. Wir haben ein zweiseitiges Papier, das Ausfluss eines Beschlusses dieses Landtages ist, der wiederum Ausfluss eines Gesetzesantrages ist, den die CDU-Fraktion vor über anderthalb Jahren hier eingebracht, ich glaube sogar ein Dreivierteljahr her. Und wie das halt so ist mit Gesetzesvorschlägen der Opposition, wenn sie denn auf den ersten Blick gut sind und auch auf den zweiten Blick nicht so recht abgelehnt werden können, legt man eine Entschließung drauf, damit man dem Ganzen eine eigene Richtung geben kann. Am Ende läuft man halt in die Richtung, die der Gesetzesvorschlag vorhatte, allerdings nicht ganz so schnell und nicht ganz so weit, wie das der Gesetzesvorschlag vorsah. Die anderthalb Jahre haben gedauert, bis man zu der Erkenntnis gekommen ist, den Corporate Governance Codex, der für die selbstständigen juristischen Personen im Landeseigentum gilt, nunmehr auch für alle anderen Einrichtungen, alle ist jetzt sicher übertrieben, aber für die anderen Einrichtungen, die in unterschiedlichen Rechtsformen hier vorhanden sind, anzuwenden. Dabei hat man vertieft darüber nachgedacht, wie man denn die Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, definieren könnte, ist auf die Quote von 5% Geschäftsanteil verfallen. Warum das keine 8% sind oder keine 10% oder warum man überhaupt diesen Anteil braucht und nicht beispielsweise auch den Landesstraßenbetrieb, den Betrieb für Liegenschaft und Bauen unter diese Regelung fallen lässt. Das allerdings wird uns mit dieser Vorlage nicht mitgeteilt. Und wieso das Landeslabor nicht erfasst wird, obwohl die Stadt Berlin selbst schon seit vielen Jahren den Corporate Governance Codex in vielen Bereichen, nicht nur in den rechtlich selbstständigen Gesellschaften, anwendet, wird uns auch nicht erklärt. Die Frage hat man mal dort angerufen und gefragt, können wir uns einigen, dass wir das an dieser Stelle dort auch machen, dass wir das beim Landeslabor auch machen können. Dazu findet sich an dieser Stelle auch keine Ausführung. Der Weg, der beschritten wird, um das einzuführen, ist der Weg des geringstmöglichen Widerstandes. Man erwartet, ja, fordert auf, wie auch immer, das geht aus dem Bericht auch nicht so ganz hervor, dass die Ressorts den Corporate Governance Codex jetzt für die ihnen unterstehenden Einrichtungen anwenden sollen. Ob es dazu einen Beschluss der Landesregierung gibt, möglicherweise eine Rechtsverordnung, die dem Ganzen einen etwas verbindlicheren Charakter gibt oder so etwas Ähnliches, geht aus diesem Bericht, den wir hier bekommen, auch nicht hervor. Im Übrigen warne ich davor, allzu oft das Argument zu verwenden, ein Gesetz, wie wir es ja vorgeschlagen haben, wäre zu aufwendig. Da fällt mir dann nämlich sofort eine Diskussion ein, die ziemlich genau 3 Jahre alt ist, als mit ähnlichen Erwägungen ein Gesetz in Ihrem Hause, Herr Finanzminister, abgelehnt wurde, hat man gesagt, das betrifft nur noch wenige Leute, müssen wir nicht machen, sondern die lassen wir dann bei den Jubiläumszuwendungen einfach die Dienstzeiten mit einberechnen. Erst der Sturm der Entrüstung, der durch dieses Land zog, hat gezeigt, dass der Aufwand, ein Gesetz zu machen, vergleichsweise bescheiden war. Ruckzuck war das Gesetz da. Und warum denn hier an dieser Stelle nicht? Eine klare gesetzliche Regelung, an die sich jeder, der in diesem Landesdienst steht, zu halten hat. Selbst wenn man das nicht wollte, gäbe es ja eine andere Möglichkeit. Gerade die Stiftungen, die wir haben, aber viele andere dieser Einrichtungen leben doch vom Geld des Landes. Man kann doch ganz einfach eine Regelung verabschieden, die da sagt, Geld gibt es nur noch dann, wenn ihr den Corporate Governance Codex in eurem Unternehmen anwendet. Und dann bleibt der letzte Punkt, die Frage, ab wann? Erst ab Neuvertrag? Dann schauen Sie sich mal die Beispiele in den anderen Bundesländern an. Da reicht die Bekundung des Gesellschafters, dass er es gerne hätte, dass ab sofort veröffentlicht wird. Und dann werden Sie allenfalls einen Geschäftsführer, der die letzte Runde dreht, in seinem Geschäftsführerdasein erleben, der dann sagt, aber das habe ich nicht so gern, mache ich nicht. Alle anderen werden das machen. Das wäre der einfachste und der klarste Weg. Und dazu ein paar Ausführungen bzw. einen Bericht, dass das umgesetzt worden ist nach anderthalb Jahren. Das würde zielführend gewesen sein, aber nicht das, was wir hier so auf dem Tisch haben, wo tiefschürfende Betrachtungen über die Selbstständigkeit von Stiftungsräten und ähnlichen Gremien angestellt werden, so nach dem Motto, ja, nicht zu heiß baden, es könnte was schrumpfen. Danke.